Es war angerichtet. Nach 7 Jahren Abstinenz endlich wieder Oberliga-Fußball am Hünting. Aber kann der erste FC hier auch Tore schießen, wie zuletzt beim Auswärtssieg in Essen? Gegen die Spielvereinigung Germania Ratingen setzte Trainer Manuel Jara zumindest auf dieselbe Startelf. Und die hatte die Gäste aus Ratingen zunächst auch gut im Griff. Alles roch nach einer Führung der Schwatten. Das 1:0 lag förmlich in der Luft. Mike Welter mutig aus der Distanz und nur haarscharf vorbei. Ja, das wäre die verdiente Führung gewesen. Kurz vor der Halbzeit dann aber nochmal die Gäste mit der Ecke. Und Fädler. Völlig unbedrängt von Winking und Elsinghorst schiebt der ins lange Eck und schickt die Bocholter mit einem 0:1 Rückstand in die zweite Hälfte. Damit aber wollen die Bocholter nicht leben. Die rund 600 Zuschauer erleben darum auch einen kämpferischen ersten FC. Nun erstmals auch mit Karol Cindy. Für Furore aber sorgte zunächst ein anderer, André Bugler. Gleich zweimal donnert der die Pille auf das Tor der Ratinger. 62 Minuten bis dahin gespielt. Und noch immer laufen die Bocholter dem hochverdienten Ausgleich hinterher. Dann aber Elsinghorst völlig frei vor dem Tor mit der Chance. Ratingens Keeper Raschka in höchster Not bringt der Elsinghorst zu Fall. Und Schiri Dominik zeigt auf den Elfmeterpunkt und Raschka dafür gelb. Jetzt war es an Lechtenberg, das Spiel gerade zu rücken. Und der Ausgleich. Alles nun wieder offen. Das Spiel jetzt mit viel Tempo und Karol Cindy. Dem Iraker, dem der Heimatverband beim Auftakt in Essen ja noch die Freigabe verweigert hatte. Zunächst noch selber und nur wenig später mit einer Flanke in den 16er und schließlich auf dem Schlappen von Juncker. Der kann gar nicht anders, als den dann auch reinzuschieben. 2:1, die längst überfällige Führung gegen die Ratinger, die noch zuletzt zu Hause 3:2 gegen Hillen gewannen. Dort sind ja nächsten Sonntag auch die Bocholter zu Gast. Noch aber ist hier nicht Schluss. Die Bocholter jetzt gar mit der Chance zum 3:1. Wieder Cindy und Elsinghorst mit dem Kopf. Ratingens Keeper jetzt im Akkord. Und wieder Cindy. Behauptet sich im Laufduell gegen Teichmöller. Schiebt die Kugel zwar vorbei, aber Mann, hat der ein Debüt hier am Hünting. Aber auch eine tolle kämpferische Leistung der Mannschaft. Das macht Lust auf mehr für nächste Woche. Für heute jedenfalls ist Schluss. Manuel Jara insgesamt zufrieden mit der kämpferischen Leistung seiner Jungs. Weil der Gegner eigentlich keine Chance hatte, außer halt ein, zwei Ecken und Standards. Da müssen wir hinten noch weniger Risiko gehen und die Bälle eher klären, einfach sauber, auch wenn wir eine spielende Mannschaft sind. Wir dürfen nicht Hauruck und Hurra spielen und Risiko zu hoch fahren sofort nach 46 Minuten. Hat die Mannschaft auch gemacht, hat auf den Moment gewartet. Wir hatten ein, zwei Schüsse, André Bugler und so vorher schon. Und dann halt den Elfmeter, der gibt dann natürlich nochmal einen Kick. Die Wechsel passen dann auch irgendwo von der Geschwindigkeit, von der Leidenschaft her. Und die Zuschauer sollen einfach mitnehmen, dass wir leidenschaftlich Fußball spielen und gewillt sind, 95 Minuten hier den Hünting zu flügen und zu marschieren. Und dann belohnst du dich auch irgendwo, auch wenn noch nicht alles so immer passte mit den Pässen und Laufwegen. Aber das sieht schon gut aus, von unserer Seite aus zumindest.